Beide Pumpen werden angetrieben. Die Kondensatpumpe fördert. Die Speisepumpe fördert gleichfalls. Der Kesseldruck steht bei 3 Bar. Der Wasserstand kann gehalten werden. Der Brenner bei 350 Millibar Gasdruck. Eine etwas röchelnde Aussprache, aber das ist nicht weiter wild. Die Füllung wird etwas vergrößert. Das Dampfventil wird etwas weiter geöffnet. Das Dampfventil wird geschlossen. Die Maschine wird umgesteuert. Das Dampfventil wird geöffnet. Auch mit kleinster Füllung läuft sie noch sehr gut bei. Ein Schiebertastendruck um die 2 Bar. Das spricht dafür, dass die Maschine auch bei 8 Bar Schieberkastendruck mit geringster Füllung fahren kann. Sehr schön. Umsteuern, voll auslegen. Und Steuerung einziehen. Und sie geht auch wieder wie die Luzi. Sehr schön. Die Speisepumpe fördert die Bild.